Die letzte Reise von Mondgeist. Spazieren gehen. Es liegt Schnee in der Luft und dunkel wird es auch bald. Ja, Kari, Regenbogen! Sieh dir das an. Ja, das sind die Spuren von Mondgeist. Sie kann noch nicht weit sein. Kleiner Dachs? Ja? Reitest du ins Lager zurück und sagst Bescheid, dass wir sie suchen? Mach ich. Viel Glück beim Suchen. Ja, schneller Blitz. Hallo. Oh, Eichhörnchen, kleiner Kojote. Wisst ihr vielleicht, wo Mondgeist ist? Sie ist weg. Und sie hatte es sehr eilig. Weg? Wohin? Keine Ahnung. Hey! Die beiden scheinen es auch ziemlich eilig zu haben. Mondgeist wird von jemandem verfolgt. Von einem Wolf. Allein ist sie ihm ausgeliefert. Wir müssen sie finden, bevor ein Unglück passiert. Her! Mach, dass du wegkommst. Lass mich in Ruhe. Nein! Nein! Bist du verletzt? Mir ist nichts passiert, Regenbogen. Ich habe euch beiden mein Leben zu verdanken. Es ist zu weit zum Lager. Wir müssen einen Platz zum Übernachten finden. Ihr seid so gut. Ich nehme die Einladung an. Und den Winter will ich gern im Lager verbringen. Allerdings muss ich vorher noch meine letzte Reise antreten. Deine letzte Reise? Meine Kräfte schwinden, das spüre ich. Und ich weiß, dass ich ein letztes Mal den Hügel wiedersehen möchte, auf dem ich die fernen Tage meiner Kindheit verbrachte. Du meinst jetzt? Es schneit bald und die Wölfe werden immer wilder vor Hunger. Willst du nicht lieber noch etwas warten? Du hast zweifellos recht, Yakari. Wirklich? Du wirst also warten, bis es Frühling ist? Gut, ruht euch aus. Ich schaue nach den Pferden. Ruhig, kleiner Donner. Die Wölfe sind noch weit weg. Sie sind so hungrig. Sie kommen wieder. Ich halte Wache. Wenn wir alle dicht beim Feuer zusammenbleiben, dann droht uns keine Gefahr. Aber ich kann diese Wanderung nicht aufschieben. Warum? Weil ich den halben Weg schon geschafft habe und ich nicht weiß, ob ich den nächsten Frühling noch erlebe. Wenn du unbedingt weiterziehen willst, werde ich eben mitkommen. Und ich auch. Das geht aber nicht. Es könnte eine gefährliche Reise werden. Dann erst recht. Ganz genau. Du gehst nicht allein.
Ist das kalt? Ist das kalt? Yakari, bist du da? Yakari ist noch nicht wieder aufgetaucht. Er darf bei dieser Kälte nicht zu lange fortbleiben. Er wird schon zurückkommen. Wir sind endlich angekommen. Vor uns liegt der Hügel aus meinen Kindertagen. Mhm. Ah, sie ist glücklich. Gut, dass wir sie begleitet haben. Ich mache uns ein Feuer. Sonst fällst du hin. Ich bin so glücklich, hier zu sein und alle meine Kindheitserinnerungen wiederzufinden. Das habe ich euch zu verdanken, meine lieben Kleinen. Gern geschehen. Das Tipi von Yachita. Mein Vater hat dieses Steintipi für meine Puppe Yachita gebaut. Das ist unglaublich. Es ist noch da. Diese Kiefer habe ich doch gepflanzt. Meine Mutter hatte mir die Samen aus dem Wald mitgebracht. Und ich habe gewartet, bis sie groß war, um dann mein Gesicht hineinzuschnitzen. Aber es ist ganz verschwunden. Das ist seltsam. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Kerben müssen noch da sein. Ah, da, weiter oben natürlich. Der Baum ist ja gewachsen. Zwei Augen, eine Nase und ein Lächeln voller... Die Wölfe! Zurück ans Feuer! Verschwindet hier! Gemacht. Die sind wir erstmal los. Aber wir dürfen nicht bleiben. Ich weiß. Kommt mit. Da in diesem Berg ist eine Höhle, in der ich als Kind gespielt habe. Du hast recht, kleiner Dachs. Wenn die beiden Mondgeist nicht gefunden haben, werden sie nicht aufgeben und weitersuchen. Und es wird bald schneien. Hoffentlich steigern sie sich nicht so in die Suche hinein, dass die Kälte sie irgendwann völlig überrascht. Anscheinend hat sich nichts verändert. Hier sind wir in Sicherheit. Solange das Feuer brennt, werden sie nicht reinkommen. Aber die Fackeln werden nicht lange halten. Wir brauchen unbedingt noch mehr Holz. Sie warten nur darauf, dass das Feuer ausgeht. Ich werde mit kleiner Donner Hilfe holen. Vielleicht werden uns die Wölfe verfolgen, aber wir sind bestimmt schneller als sie. Bist du sicher? Du gehst ein großes Wagnis ein. Ich mache mir solche Vorwürfe. Mach dir keine Sorgen, Mondgeist. Ich habe es ja so gewollt. Ich schaff das. Oh, my God.
Gleich sind wir in der Prärie. Und dort haben sie keine Chance, mich einzuholen. Da können sie nicht mehr mithalten. Bist du wohlauf, mein Sohn? Ja, Kari! Wo ist Regenbogen? Mondgeist und Regenbogen. Wir müssen sie retten. Da. Oh. Keine Angst, es ist alles gut. Die Wölfe sind weg. Du hast es geschafft. Ein Wunder. Ich bin so froh, diese letzte Reise gemacht zu haben. Und dank eurer Hilfe ist sie gut ausgegangen. Jetzt kann ich es kaum erwarten, den Winter bei eurem Stamm zu verbringen. Und dann im nächsten Frühling werde ich wieder meinen Hügel besuchen, so wie heute. Ich bin wohl doch nicht ganz so alt. Meine Kräfte sind zurückgekehrt. Vom griesgrämigen Esel. Kleiner Donner, ich weiß, dass du nicht gern hierher kommst. Als wir das letzte Mal in dieser Schlucht waren, wurde Kleiner Donner von einer Schlange gebissen. Aber diesmal passen wir auf, hm? Ja, ich kann auf Überraschungen verzichten. Ach du, schön, dass wir uns wiedersehen. Ein alter Freund von mir. Hä? Guten Tag. Freut sich, mich wiederzusehen, hallo. Hä? Selber hallo. Na, er scheint sich auch richtig zu freuen, uns wiederzusehen. Ich habe keine Zeit zum Plaudern. So schlechte Laune? Was ist passiert? Na, eine der Ziegen ist verschwunden. Die kommt bestimmt wieder. Wo soll sie schon hin? Nein, das passt nicht zu ihr. Es ist die zahmste und ruhigste Ziege der Herde und wäre niemals allein fortgegangen. Es muss irgendwas Schlimmes passiert sein. Wir könnten ja nach ihr suchen. Sei still, Yakari. Mach doch, was ihr wollt. Mir fehlt die Zeit. Ich muss die anderen hüten. Ein komischer Esel. Na los, dann suchen wir. Thank you.
Hier ist der Boden so trocken, dass keine Spuren bleiben. Die Fährte der Ziege ist unmöglich zu erkennen. Kleiner Donner, die tut dir nichts mehr. Sie ist weg. Hm? Regenbogen? Wo bist du? Regenbogen! Da stimmt was nicht. Die Ziege suchen wir später. Irgendwo in diesem Irrgarten. Aber wo? Hey! Hey! Hallo, Kuckuck. Hallo! Wir suchen meine Freundin Regenbogen. Hast du sie zufällig gesehen? Ja, Kuckuck. Wirklich? Wo ist sie? Geht es ihr gut? Kuckuck, sie sah müde aus, Kuckuck, und ging ganz lahm, Kuckuck. Sie ging lahm? Wohin? Kuckuck, immer da lang und knabberte an einem Grasbüschel, Kuckuck. Was tat sie? Leerer Bauch meckert nicht gern. Halt, warte mal. Eine Ziege. Das war eine Ziege. Ja, Kuckuck, die sucht ihr doch, oder? Kuckuck. Nein, ich meine doch, wir suchen auch eine Ziege, aber wir müssen jetzt weiter, Kuckuck. Kuckuck, die wissen ja gar nicht, was sie suchen. Sieh mal da, das sind Aasgeier. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Los, kleiner Donner, höher! Es wird alles gut, hab keine Angst. Meine Freunde finden mich, das weiß ich. Was passiert? Da ist ja die Ziege. Ja, Kari, die Ziege kommt bald nieder. Sie kommt was? Sie wird ein Junges zur Welt bringen. Wir müssen bei ihr bleiben. Mäh, mäh, mäh. Pass auf, ja, Kari, hinter dir. Was ist da? Lager zurückzulaufen. Hä? Warte, Esel! Ich brauche deine Hilfe!
Es ist dringend. Ich habe keine Zeit. Siehst du nicht, dass ich die Herde hüte? Ich bitte dich. Meine Freunde sind in großer Gefahr. Da ist ein Puma. Da kann man nichts machen. Meine Ziegen brauchen mich nun mal hier. Ach. Warte. Er wird sie und die Ziege auffressen. Die Ziege? Welche? Etwa meine Ziege? Wann kommt endlich Hilfe? Bitte, Yakari! Komm ja nicht näher, du! Endlich! Schnell, der Puma! Was machen wir nur? Bleib hinter mir. Komm, kleiner Donner. Er ist geflohen. Das reicht jetzt. Ziemlich beeindruckend, hm? Das Brüllen. Mhm. Dein Junges. Ein Glück. Oh, ist das süß. Na los, du schaffst es. So, Zicklein. Wir müssen jetzt los. Ich bin ja kein Trödelesel, sondern ein Hüteesel. Schade, dass du immer so schlechte Laune hast. Dabei hast du doch ein gutes Herz. Und du hast uns alle gerettet. Na ja, und ich? Dir danke ich auch, kleiner Donner. Los, kommt schon! Vorwärts, vorwärts! Ich hab nicht ewig Zeit. Ihr schlaft ja beim Gehen ein. Wollt ihr euch etwa auch verlaufen? Auf Wiedersehen! Bis bald! Und geradewegs einem Puma in die Krallen. Mach's gut! Auf Wiedersehen! Na los, weiter! Der antwortet sowieso nicht. Vielleicht beim nächsten Mal. Ziegen hüten, Kinder retten, was denn noch alles? Aber wahrscheinlich ändert er sich nie. Na gut, Freunde, lasst uns heim. Ha, ha, ha.